Servus YouTube und herzlich willkommen zum Start einer weiteren Karrieremodus-Challenge hier auf meinem Kanal und parallel dazu wird das Ganze ebenfalls auf dem Kanal vom lieben FIFA-Tour starten. Ich habe das Ganze ja schon so ein bisschen angekündigt in einer Folge der U21-Challenge, dass es eben eine weitere Karrieremodus-Challenge gegen einen komplett anderen YouTuber geben wird, der eben sich in meinem Abonnentenbereich befindet. Leute haben gedacht FFM FIFA, Zoomers, die waren es dann aber leider nicht, sondern das Ganze gegen den FIFA-Tour, ein wirklich sehr netter Kerl, muss ich sagen. Homo versteht sich, schaut auf jeden Fall auch auf seinem Kanal vorbei, um seine Ansicht sich anschauen zu können, welches Team er hat und so weiter, könnt ihr dann auf jeden Fall beim Link unten in der Beschreibung sehen. Und zwar sollen diese 25 Mann zeigen, dass das Alter hinter dem Namen doch wirklich auch nur eine Zahl ist und keine große Rolle in deren Karrieren von jedem Spieler hier gespielt hat. Wir haben auf jeden Fall einige Legenden am Start, wir haben als Beispiel Gigi Buffon im Tor, wir haben das Mittelfeld mit einfach nur kompletten Legenden, mit Mascherano, mit Schweinsteiger, Yaya Touré und Wesley Sneijder. Vorne im Sturm haben wir dann Carlos Tevez und Cristiano Ronaldo. Denn die Regeln sind eigentlich ziemlich ähnlich, auch schon wie bei der U21-Challenge. Erstmal, wir haben einen 25-Mann-Kader. Hierbei war es egal, ob jede Position zweimal besetzt ist oder wie man das Ganze auch immer machen möchte. Also man konnte sich wirklich komplett frei aussuchen, wie man das Ganze macht mit den Torhütern, Verteidigern, Mittelfeldspielern und Angreifern. Wen man da eben aussucht und so weiter, das war eben die freie Wahl von FIFA Tour und eben auch von mir, welche Spieler wir da eben nehmen, ob wir vielleicht ein paar Stürmer mehr mitnehmen, ob wir ein paar mehr Flügelspieler mitnehmen und so weiter und so weiter. Also da hatten wir jetzt mal wirklich freie Wahl gehabt und eben auch drei mehr Spieler als bei der U21-Challenge, weil man hat es ja auch schon ein bisschen gemerkt, das wird immer so ein bisschen kritisch mit den Simulationen und so weiter werden, wenn sich da Spieler mal verletzen und so weiter. Und jetzt kommen wir auch zur nächsten Regel. In einem Monat, also eine Folge ist erstmal ein Monat, werden zwei Spiele gespielt und der Rest eben simuliert. Tabelle und so weiter werdet ihr dann eben immer unten rechts eingeblendet sehen, also ganz einfach hier unten rechts wäre dann eben auch die Tabelle, die man dann immer sehen könnte und so wird das Ganze eben gemacht bis zum Ende der Saison und dann schauen wir, wer mehr Punkte gesammelt hat. Jetzt merkt man auch schon Punktesystem, das Ganze für die Leute auf meinem Kanal, die das Manager-Duell verfolgen, die kennen das Ganze, denke ich mal. Wir haben ja das stinknormale Manager-Duell-Punktesystem hier auch in der U21, in der Golden Oldies Challenge am Start. Wir haben 3 Punkte für die Liga, 2 für den Copa del Rey, 3 für die Champions League, 1 Punkt für den Trainer des Monats und 2 Punkte für den Trainer der Saison. Bevor wir jetzt in den ersten richtigen Monat mit August rein starten, dachte ich mir einfach nochmal, dass ich euch meine Mannschaft präsentiere. Wir haben einen altgedienten Veteran mit Gigi Buffon im Tor. Dahinter Stevie Mandanda als B-Mannschaft-Keeper, Gabor Kiray als dritter Mann, ein Spieler für die Geschichtsbücher. Glaube ich zumindest auch, 39 Jahre alt, hat seine Karriere für die Nationalmannschaft beendet. Die legendäre Jogginghose, würde ich mal sagen. Rechtsverteidiger haben wir dann Dani Alves und Juan Fran. Generell Pace-Spieler gab es jetzt nicht so viele, muss man sagen. Deswegen habe ich auch einfach mal bei der ersten Mannschaft auf Flügelspieler komplett verzichtet, weil die, muss man sagen, auch im Alter jetzt nicht gerade mehr viel Pace haben, bis auf einer wie CR7, der einfach mal mit 31 Jahren trotzdem noch 90 Pace am Start hat. Dann haben wir die Innenverteidiger mit Naldo Miranda, Javier Mascherano, Per Mertesacker und Jeremy Mathieu. Alles auf jeden Fall sehr gute Innenverteidiger, die zum Teil 30 sind, zum Teil 31, aber auch zum Teil schon 32, trotzdem aber alle noch auf einem sehr Top-Niveau sind. Linksverteidiger haben wir dann Leighton Baines von Everton und Patrice Evra von Juventus Turin, das Ganze eben hier beim FC Barcelona. Der FIFA-Tour hat sich Real Madrid geschnappt, also haben wir wieder einmal in einem Karrieremodus-Duell, würde ich sagen, in dieser Challenge hier das El Clasico mit dem FC Barcelona und Real Madrid. Dann haben wir das Mittelfeld mit Lassana Diarra, Jeremy Toulalon, Alexandre Song, der zählt hier nicht dazu, ist auch nicht so alt mit 27, ist momentan eben an West Ham United verliehen. Ricardo Quaresma, Carlos Sanchez, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Yaya Touré, Wesley Sneijder, Kaká, die alte Legende von Real Madrid, von Mailand, jetzt hier eben beim FC Barcelona, Carlos Tevez, Jonas und David Villa für den Sturm und meine Wildcard, denn es gibt wieder einmal eine Wildcard, ein Spieler eben mit einer über 90er Gesamtbewertung, Cristiano Ronaldo. Für mich ist er der beste Spieler der Welt mit 30 Jahren und einer 93er Gesamtbewertung. Der FIFA-Tour hat sich den Andres Iniesta ausgesucht und ansonsten jedes Rating eben maximal auf einer 85 oder eben drunter und eben eine Wildcard, die über 85 geht. Für die Leute, die das ganze Prinzip jetzt trotzdem nicht verstanden haben, also ihr müsst keine Spieler vorschlagen, wir haben eben unsere 25-Mann-Kader vorher selber bearbeitet, die Spieler selber rausgesucht und dementsprechend müsst ihr da keine Spielervorschläge machen. Wenn sich ein Spieler, denke ich mal, verletzen sollte und man als Beispiel in der Transferphase ist, dann kann man den vielleicht eintauschen gegen einen gleichwertigen Spieler, falls er eben, wie gesagt, lange verletzt sein sollte. Kann ja auch passieren, weil wenn irgendeiner dieser ganzen alten Spieler schon
etwas länger verletzt ist, dann könnte es passieren, dass er schon sehr schnell in der Gesamtbewertung runtergeht. Wir haben jetzt eben den Monat August, den wir in der heutigen Folge dran haben werden. Und zwar werde ich die beiden Supercopa-Spieler jetzt einfach mal simulieren, weil dieser Pokal zählt eben nichts. Es zählt, wie gesagt, nur die Liga, der Copa del Rey, die Champions League und eben die Trainer des Monats bzw. Trainer der Saisonpreise. So sieht das Ganze eben auch beim Manager-Duell aus. Falls ihr das Ganze noch nicht kennen solltet, werde ich auch mal die Playlist unten in die Beschreibung packen. Ist auf jeden Fall eine sehr geniale Serie, die vielleicht sogar die beliebteste Karrieremodus-Serie hier auf meinem Kanal ist. Wir können schon mal kurz reinschauen, ob sich Spieler so entwickelt haben. Tatsächlich, Gigi Buffon, daneben auch Naldo, Miranda auf 86, ganz schön krass. Mascherano, Schweinsteiger wären noch zufälligerweise einer von den Top-Spielern. Hier auch Quaresma plus 1. Also diese alten Spieler entwickeln sich alle eben auch manchmal einfach so, ohne wirklich Spiele gespielt zu haben. David Villa leider schon minus 1. Also bei solchen Spielern dachte ich mir, gut, ich hätte da vorher irgendwie Dani oder Sandy Cazorla drin, aber die sind beide gerade mal 30. Deswegen dachte ich mir auch lieber solche Spieler wie David Villa mit reinnehmen. Damit wir auch ein paar etwas ältere Spieler haben. Gaboy Kira, wie gesagt, ein Spieler für die Geschichtsbücher, auch schon minus 1. Und ansonsten haben wir, ja, Patrice Evra, der auf jeden Fall runtergehen wird. Tulalor, der auch schon plus 1 hat. Aber naja, wir gehen mit der B-Mannschaft in die Simulation Rheinheim gegen Bilbao. Wir werden es nicht so machen. Also ich glaube, das ist irgendeine Regel aus diesem englischsprachigen Bereich, wo die das Ganze eben gemacht haben. Es ist scheißegal, ob wir 90 Minuten oder jetzt einfach überspringen. Und wir verlieren einfach mal heim gegen Athletic Bilbao. Also es ist nicht wichtig, 90 Minuten der Simulation zu zeigen, aber wie gesagt, es ist auch nur die Supercopa, ne? Also die zwei Ligaspiele, die wir haben hier im ersten Monat, die werden wir auf jeden Fall spielen. Denn jetzt wird es erst richtig interessant. Jetzt haben wir eben den gleichen Gegner vor der Brust mit Athletic Bilbao direkt beim Saisonstart. Geht es ran zu Gast in Bilbao. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel werden. Die erste Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Wir haben Buffon, Miranda, Naldo, Alves, Baines, Mascherano, Schweinsteiger, Touré, Sneijder, Ronaldo und Carlos Tevez. Ich habe mich jetzt einfach mal für eine Formation ohne Flügelspieler entschieden. Das Ganze einfach aus dem Grund, weil ich zumindest finde, dass es wenige Spieler gibt, die eben auf dem hohen Alter wirklich noch viel Pace haben. Dementsprechend habe ich mich eben dazu entschieden, eine Formation ohne Flügelspieler zu nutzen. Die ganzen Achter und so weiter sind ja noch eigentlich ziemlich temporeich, eben als Achter zumindest, und sind auf jeden Fall trotzdem noch sehr genial. Wir spielen das Ganze hier auf Legenda, also vielleicht wird das Ganze besser werden als bei der U21-Challenge. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, während die Mannschaften jetzt reinlaufen und wir die Formationen sehen von uns und natürlich auch von Athletic Bilbao, mache ich aber nochmal ein bisschen Werbung für meine Social Medias. Checkt auf jeden Fall meine Twitter und Instagram aus, weil ich werde mal gefragt, ja, wie heißt du da und so weiter. Also ich heiße bei beiden Plattformen @TheRealDGTV, damit ihr das eben wisst und dort eben followen bzw. abonnieren könnt, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und natürlich auch so ein bisschen was zu erfahren aus meinem Privaten und so weiter. Da poste ich eben manchmal auch Bilder aus dem Real Life und so weiter. Ist keine Bilder von mir, aber eben Bilder, was gerade so abgeht bei mir und so weiter. Das könnt ihr auf jeden Fall dort bei Instagram sehen und bei Twitter. Vielleicht auch manchmal meine Meinung zu irgendwelchen Trends und so weiter, die es ja immer bei Twitter gibt mit den ganzen Hashtags und so weiter. Das könnt ihr auf jeden Fall da manchmal sehen, meine Meinung dazu. Oder generell auch irgendwelche Fragen bezüglich Karrieremodus und so weiter könnt ihr dort auf jeden Fall auch beantworten auf meiner Twitter-Seite @TheRealDGTV. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Spiel und sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Nummer habe ich leider nicht bearbeitet, aber ein paar haben ja eine ganz gute Nummer. Zum Beispiel Ronaldo natürlich, CR7 mit der Nummer 7 auch hier am Start. Wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Szene wieder. Let's go! So, Sneijder, Carlos Tevez bisher nicht wirklich im Fokus gewesen, ne? Yaya Touré auf Cristiano Ronaldo und der wird im Strafraum gelegt und es gibt natürlich den Elfmeter. Muss ich, denke ich mal, nicht viel drüber reden, muss man nicht viel diskutieren. Ich glaube, es war Oscar de Marcos, der da deutlich zu spät kommt. Ronaldo in einem Barcelona-Trikot. Nicht gerade das Bild, was man oft zu sehen bekommt. Ja, de Marcos natürlich ganz klar mit Gelb und Cristiano Ronaldo mit der Chance zum 1:0. Gegen Iraisos im Tor und wir machen das 1:0. Es war schon überfällig, muss ich sagen. Spätestens nach dem Pfostentreffer, muss ich sagen, war das 1:0 irgendwie schon ein bisschen überfällig. Und jetzt kommt es eben per Elfmeter Cristiano Ronaldo im Barcelona-Trikot mit dem 1:0. Oh, jetzt geht es richtig gut durch hier. Und Carlos Tevez mit dem 2:0. Carlitos mittlerweile bei Boca Juniors, zurück bei seinem Heimatverein in Argentinien. Finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich schade. Wenn ich ganz ehrlich bin, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben.
Findet ihr es schade, dass Carlos Tevez eben in so einem frühen Alter schon gewechselt ist, oder findet ihr es eben gut? Ich finde, 2-3 Jahre hätte er noch locker hier in Europa spielen können und dann so 3-4 Jahre auch nochmal, oder 2-3 Jahre spielt ja keine große Rolle, dann eben auch nochmal bei seinem Heimatclub Boca Juniors in Argentinien. Aber mit 31 zu wechseln, finde ich, ist schon ein bisschen zu früh, um ganz ehrlich zu sein. Dann sind wir momentan richtig on fire hier mit Ronaldo, mit Wesley Sneijder. Momentan bei Galatasaray unter Vertrag und Laporte kriegt den Ball dann noch irgendwie geklärt. So, die erste Halbzeit ist vorbei. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit unserem Spiel. Wir sind das Spiel am Dominieren. Zwar kommt Athletic Bilbao immer wieder in Richtung unseres Strafraums, schlägt ein paar gefährliche Flanken, aber bisher war keine davon wirklich erfolgreich und es bleibt weiterhin beim 2-0 und könnte jetzt vielleicht das 3-0 werden. CR7 holt sich den Ball und CR7 schiebt nicht ein zum 3-0. Was ist denn heute los mit Cristiano Ronaldo? Schon das zweite Mal, dass er einfach nicht das Tor macht. Hätte sein Hattrick sein können, aber er bleibt weiterhin bei einem Treffer. Oh, was ein Pass von Carlos Tevez. Und wir kriegen nochmal den Freistoß. Wir kriegen nochmal den Freistoß aus gefährlicher Position. Und haben natürlich ein paar sehr gute Freistoßexperten, wie man hier sehen kann. Tevez, Sneijder, Touré. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich bräuchte dann schon Rechtsfuß oder einen Linksfuß eigentlich, stimmt. Leighton Baines wäre eigentlich der perfekte Mann für diese Freistoßposition. Linksfuß von der rechten Seite und Leighton Baines trifft wieder Aluminium. Ey, ich packe es gerade gar nicht. Das kann es gar nicht sein. Schon das zweite Mal Aluminium. Und einmal CR7 ganz frei, ganz blank vom Keeper. Es hätte schon 5-0 stehen müssen, wenn man ganz ehrlich ist. Und es bleibt weiterhin beim 2-0. Es kann es doch gar nicht sein. Und da ist das 2-1. Raul Garcia, ich weiß nicht gerade, wie groß der ist, aber ich denke mal nicht, dass er viel größer ist als Naldo oder Miranda, wer es doch gerade immer war im Zweikampf gegen Raul Garcia. Jetzt wird es nochmal unnötig spannend. Wie gesagt, es hätte locker bei uns schon ein 3, 4, 5-0 werden können und jetzt macht Athletic Bilbao den Anschlusstreffer. Hier gehe ich nicht wirklich gut ran und dann setze ich Raul Garcia einfach durch im Kopfballduell, ganz easy, als wäre mein Spieler gar nicht da gewesen. Jetzt mal Cristiano Ronaldo. Die Frage, wird es was mit dem Tor? Und es gibt den nächsten Elfmeter. Es gibt einfach den nächsten Elfmeter. Also Athletic Bilbao, was das angeht, echt unglaublich ungeschickt. Cristiano Ronaldo wieder mit der Chance zum Tor per Elfmeter. Das Ganze wieder in die gleiche Ecke und wieder funktioniert das Ganze. Cristiano Ronaldo trifft erneut per Elfmeter. Es hätte schon Treffer Nummer 4 sein können. Das erwähne ich, glaube ich, schon ein bisschen zu oft. Also wir hätten es besser machen können, aber es ist momentan nicht schlecht. 3-1 gegen Athletic Bilbao, zu Gast muss man auch sagen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wieder ist es Raul Garcia, der Torschütze, flankt Gigi Buffon, gut, bisschen unsicher, muss man sagen, hätte er den Ball auch fangen können, aber naja, Flanke kommt wieder rein und Naldo diesmal sehr souverän und Kaká jetzt mal leitet den Konter ein, Ronaldo auf Kaká und der schickt jetzt Jonas. Der Brasilianer eingewechselt für Carlos Tevez. Ronaldo wieder auf Kaká. Sehr schönes Kombinationsspiel momentan. Kaká zieht in die Mitte und jetzt pfeift der Schiri natürlich ab, ey. Gut, es war zwar abseits. Muss man vielleicht mit der Lupe erkennen, aber naja, spielt keine Rolle. Aber es ist echt wieder so typisch von FIFA. Direkt nicht abpfeifen, aber dafür schön warten, bis du dann denkst, ah, es ist doch kein Abseits. Und dann pfeifen sie natürlich ab. Aber gut, noch fast der nächste Elfmeter. Fast der nächste Elfmeter, aber das nächste Cristiano Ronaldo-Tor. Das ist es auf jeden Fall, nicht fast, sondern es ist das nächste Tor von CR7. Ja, im Barcelona-Trikot. Ich glaube, das ist immer noch für viele Leute so ein bisschen ungewohnt. Wird man, denke ich mal, niemals sehen. Und das auch zu Recht, spielt eben beim großen Konkurrenten bei Real Madrid. Und dementsprechend würde es, glaube ich, nie passieren, dass er irgendwie mal ein Barcelona-Trikot anhat. Außer man photoshoppt das Ganze. Aber auch beim FIFA-Tour wird es ein bisschen komisch sein, ein anderes Iniesta im Real Madrid-Trikot zu sehen. Auf jeden Fall ein sehr gelungener Saisonauftakt. Hattrick von CR7. Und damit ist das erste Spiel vorbei in dieser Golden Oldies Challenge, was ich selber gespielt habe. Ein 4-1 Sieg in Bilbao kann sich auf jeden Fall sehen lassen zum Start der Golden Oldies Challenge. Ronaldo mit 3 Toren, daneben auch Carlos Tevez erfolgreich und so kann man auf jeden Fall voranstreiten in dieser Golden Oldies Challenge mit einem 4-1 Sieg gegen Athletic Bilbao. Also ich hoffe, dass ich auf jeden Fall das Ganze rocken werde. CR7, 5 Schüsse, 3 Tore, bekommt den Ball vom Schiedsrichter und so kann es auf jeden Fall weitergehen. So, die zweite Garde ist mal wieder so ein bisschen gefordert gegen Athletic Bilbao im Supercopa-Finale. Spielt eben keine große Rolle, wie wir das Ganze spielen. Wir gewinnen es am Ende mit 2-0 und müssten damit eigentlich auch die Supercopa gewonnen haben. Klasse gedreht, würde ich sagen.
Jetzt, wo die zweite Garde so gut in Form ist, werden wir mit der gleichen Mannschaft einfach mal rangehen. Beim zweiten Ligaspiel heim im Camp Nou empfangen wir den FC Malaga. Wir sehen uns auf jeden Fall im Spiel wieder. Let's go! Ich komme halt irgendwie nicht wirklich aus meinem eigenen 16er raus, oder gesagt von meinem eigenen 16er. Weg, KK mit dem Ball nach vorne. Schiedsrichter, bitte mal nicht abpfeifen. David Villa hat nämlich noch das Tempo, den Ball von der Linie zu kratzen. David Villa. Oh, der Hackenpass. Der Hackenpass war nicht gut. Der Hackenpass war echt nicht gut. Aber hier Big Fucking Pro den Ball wieder. Carlos Sanchez, der eben in Mexiko aktiv ist. Hat auch eine sehr geile Team of the Season Karte mit sehr viel Pace, aber hat nicht gerade viel Dribbling. Das ist eben so das große Problem. Juan Fran jetzt mal mit der Gelegenheit, meine Flanke zu schlagen. Würde ihm Ex-Stuttgarter Bocker nicht den Ball abnehmen. Holt sich den aber wieder. Kämpferischer Willen hier bei Juan Fran. Und der mit dem Pass hier für Carlos Sanchez. Und er macht das 1:0. Sehr geiler Start hier gegen Malaga. Nach 10 Minuten erzielt der Uruguayer oder Venezuelaner, wie man es jetzt auch immer sagen möchte, das 1:0. Richtig starker Anfang für die B-Mannschaft, muss ich echt sagen. 1:0. Lassana Diarra, der Ex-Real Madrid-Spieler. Guter Ball auf Jonas. Und der macht einen richtig schönen Pass nach hinten auf KK. Und der schiebt ein zum 2:0. Ex-Madrilene, Ex-Miländer. Miländer wahrscheinlich. Mailänder natürlich. Wo kann man Miländer sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ex-Mailänder, sagen wir es einfach mal so. Der Ex-Real Madrid-Spieler, beziehungsweise Madrilene, beziehungsweise Ex-Mailänder. Mit dem 2:0, ich glaube, den irgendwann mal im Barcelona-Trikot sehen zu dürfen, wäre vielleicht damals passiert, wo er von Mailand weggegangen ist. Eben, ich denke mal schon, dass es die Wahrscheinlichkeit gab oder das Gerücht gab, dass er vielleicht auch mal zu Barcelona hätte gehen können. Hat sich letztendlich, Mandanda, gute Parade, sehr gute Parade von Stevie Mandanda. David Villa, gut in die Mitte ziehen hier und nicht den Ball verlieren, aber sich faulen lassen, denn das gibt wieder einmal einen Elfmeter, das ist der dritte der Folge. Ganz schön krass, muss ich sagen, Wellington hier, der Kapitän, kriegt die gelbe Karte gezeigt, nochmal glimpflich davon gekommen und David Villa hat jetzt per Elfmeter die Chance zum 3:0 und trifft. 3:0 steht es, David Villa trifft per Elfmeter, ich weiß nicht, hat er vorher getroffen, vorher waren es KK und David Villa vielleicht mit dem Doppelpack, da bin ich mir nicht so sicher. Nee, Carlos Sanchez hat das 1:0 gemacht. Kurzzeitgedächtnis, auch mal wieder am Start. Und da ist das 3:0. Und damit gewinnen wir auch das zweite Spiel, was ich in der heutigen Folge selber spiele. Und ich würde mal sagen, das ist ein sehr perfekter Anfang. Besser geht's auch gar nicht. Zwei Siege, absolut dominant gewesen, hätte auch hier wieder mehr sein können. Aber ich denke mal, ja, beschweren nützt jetzt auch nichts mehr. Beide Spiele auf jeden Fall sehr dominant gewonnen. Und ja, den Transfer-Deadline, den werde ich jetzt einfach mal so in der Kalendersimulation, obwohl wir schauen uns noch mal ein bisschen an, was für Spieler so verpflichtet werden. Übrigens, das hatte ich jetzt, glaube ich, vergessen zu erwähnen, werden die Folgen auf meinem Kanal und auch auf dem Kanal von FIFA Tour immer sonntags um 16 Uhr erscheinen. Also diesmal hoffe ich zumindest, euch versichern zu können, dass das Ganze auch wirklich so stimmt und wirklich jeden Sonntag um 16 Uhr eine Folge kommt und das Ganze nicht so ausarten wird, wie bei der U21-Challenge, wo dann wirklich 3 Monate einfach mal gar nichts kommt. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass der FIFA-Tour und ich uns da so ein bisschen ranhalten können, denn bis FIFA 17, bis das Ganze released wird, ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, wenn wir uns da an den Plan halten, dann sollte das Ganze eben perfekt zum Start von FIFA 17 beendet sein. Aber ich weiß auch nicht, wie das Ganze beim Dennis da aussieht. Also übrigens heißt er auch Dennis, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, einfach mal hier das Doppelte an Dennis für die Golden Oldies Challenge. Wir haben leider keine Trainerauszeichnung erhalten. Können wir gucken, vielleicht simuliere ich jetzt nochmal zum nächsten Spiel. Vielleicht haben wir die dann, die nächste Trainerauszeichnung oder die erste. Vielleicht mal überhaupt eine bekommen, bevor man direkt schon von einer nächsten redet. Nein, wir haben leider nicht die Trainerauszeichnung für den Monat August erhalten. Ein bisschen schade, aber naja, in der nächsten Folge geht es dann ran beim Topspiel Atletico Madrid gegen Barcelona. Ansonsten schauen wir dann mal. Vielleicht Leverkusen oder Schachtor Donetsk, jetzt gehen die Folge auch noch mit reinzunehmen. Ich denke mal, Leverkusen wäre spannender. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Schaut auf dem Kanal vom Dennis von FIFA Tour vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge oder bei einem anderen Video von mir. Bis dann, haut rein und ciao.